So, jetzt schauen wir mal, ob das ganze System auch wirklich funktioniert. Optisch, ja, ist es schon vielversprechend, aber wir werden sehen. Wobei der Boden ist schon, na, das ist schon ziemlich hart. Schauen wir mal. So hart, ey. Okay. Fangen wir mal hier an. Fangen wir mal, wenn sie da vorne an, oder? Ja, das war hart, ey. Ich denke, so weichen Schnee. Wollen wir weichen Schnee? Da vorne. Ein Parkplatz. Ey, irgendwie liebe ich diese Kamera. Ich glaube, ich klaue die von Mustafa. Was? Ja? Was? Was? Glaubst du nicht dran? Hier, hier, es geht, es geht. Hier? Ja, klar. Da ist auch schon hart. Das ist zu filmen, ja? Eingefroren. Das ist alles eingefroren. Pass auf, hier vorne. Guck mal, hier ist Schnee. Lackschnee. Oh yeah. Okay, the construction war ein bisschen schwach ausgelegt. Es ist umgeklappt. Okay, jetzt weiß ich auch den Fehler. Ich muss den nach oben abstützen. Ja, wenn der nach oben abgestützt wäre, sind zu lokale Schneemassen. Dann theoretisch bei frischem Schnee wird das wahrscheinlich wohl klappen, wenn man die Construction hier, wenn das hier feste wäre, dass der nicht nach unten klappt, und bei frischem Schnee könnte es klappen, wobei die sind schon krumm hier. Alles so mit, ja, mit Resten entstanden. Ich hatte die Idee gehabt, ich hatte Langeweile gehabt und ja, ich habe es gebaut und jetzt reicht's. Und jetzt machen wir das, wofür der Wagen eigentlich gedacht ist. Kleinen Cut. Check hier. Boah. So haben wir denn die Sorgemühle. Das ist ein bisschen zu tief, oder?
komm, ich bin hier drin. Ah, Wallah, ja, Bombe. Okay. Du bist ja jetzt wieder was geschossen, was für. Ja, korrekt. Sorry. Na, ist einfach zu tief. Okay. Schnell, ja, ja. Jetzt also zwei bezieht sich ein. Ich hab mir halt nicht so. Ja, mir sind die Finger eingefroren. Ja. Wir müssen mal in die Werkstatt. Mir sind die Finger eingefroren. Der Schild erfolglos. Der Schild muss neu konfiguriert werden. Jetzt auf die Ebene. Eingefroren. Ja, ich glaube, ich mache den jetzt einmal und dann. Geht. Komm, so, Auto wieder sauber gemacht und ja, durch den Schnee ist er sauberer geworden wie vorher. Ja, zum Thema Schneeflug. Ja, das ging alles auf die Schnelle. Und ja, hier war ja die Verbindung, damit der beim Dämpfen halt hier beweglich bleibt.
Und da ist halt nur der Dämpfer gewesen, den ich hier mit einem kleinen Kabelbinder drauf gemacht habe. Also bei kleinem Schnee, ja, leichten Schnee, hätte der das wahrscheinlich wohl geschafft. Aber da müsste halt hier eine feste Verbindung nach oben, dass der halt nicht nach unten wegklappt. Ja, die Konstruktion halt, ja, naja, verbesserungswürdig. Aber grundsätzlich war das schon gar nicht so verkehrt. Klar kann man jetzt noch Stellmotoren draufbauen, Servos, und die voll elektrisch da betreiben, dass man die hin und her schwenkt. Ja, die Verbindung in schöner bauen. Ausbauungswürdig. Ein kurzer Test. Ja, verbesserungswürdig. Aber ich denke, das war's. Also, ich werde da keine Zeit mehr investieren. Ich wollte das einfach mal gemacht haben und ja, das war's. Ja, das war's dann von diesem Video aus. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns dann mit dem nächsten Video wieder. Bis demnächst in der RC-Werkstatt.